Manchmal reicht nur ein kleiner Funke. Dieser Funke wird zu einer Flamme. Und wenn die Flamme sich ausbreitet, kann ihre übermächtige Kraft alles um sie herum verändern. All die Jahre hat diese Kirche hier gestanden. Jetzt ist es zu einem Tatort geworden. Und was passiert dann mit dem Täter? Na, am besten wegsperren. Sehr lange hoffentlich. Diese Kirche brachte nichts als Streit und Ärger in den letzten Jahren. Was macht eine Kirche überhaupt auf einem Campus? Das will ich wissen. Das war die Kirche meines Vaters. Steht nicht zum Verkauf. Wie sollen wir denn rechtfertigen, dass unsere Werte auch nur einen Deut besser sind als andere? Gott will, dass ich kämpfe. Gott ruft dich, du rufst mich. Sein Bruder ist ein Anwalt, das kann nicht wahr sein. Was Sie da tun, ist gegen das Gesetz. Wir verschwenden unsere Zeit. Die Antwort auf Hass kann nicht noch mehr Hass sein. Ist das wahr? Aber ich kann Gottes Gnade hier nicht sehen. Wie kann Pastor Dave nur so gnadenlos sein? Er ist ein Mensch, Kim. Ja, aber ist er denn nicht ein Mann Gottes? Was mache ich nur falsch? Warum junge Leute die Kirche verlassen? Es ist deine Schuld! Weil die ganze Welt weiß, was die Kirche ablehnt, aber keiner weiß, wozu das gut sein soll. Sie sind hier derjenige, von dem einiges verlangt wird. Es ist in Ordnung, nicht weiter zu wissen. Das bedeutet, Gott will dich noch formen. Aber egal, wie schmerzhaft und verwirrend all das für dich ist, Gott will vielleicht, dass du gerade jetzt genau da stehst. Ohne Gnade als höchstes Ziel ist alles nur ein dummer Kampf. Wie wollen Sie die Wahrheit denn definieren? Die Wahrheit ist Jesus Christus. Du darfst nicht vergessen, er will, dass wir ein Licht sind in der Dunkelheit. Manchmal reicht nur ein kleiner Funke. Let love explode.